Orange bitte. Und zur Not Grape. War doch die richtige Cola, oder? Die Schutz-Cola? Ich glaube schon. Zack. Und zack, Mutti, Mutti, Mutti. Nein, die Mutti auf den Kopf. Ja, so ist gut. Los, nicht, dass es uns jemand wegnimmt. Hier das gute Kupfer. Den Kupfer, das Kupfer. Ohne Artikel. Man kann es sich auch schwerer machen, als es nötig ist. So. Ja, wir haben Glück. Nice. Schneller Kupfer. Schnelles Kupfer. Wir haben Kupfer gefunden. Aber ich komme nicht rein, doch. Vielleicht ist auf dem Mittelstück noch eine Wackelkopfpuppe. Das sieht jetzt ziemlich unbesucht aus. Na, hier. Püppchen. Im Häuschen des Wärters. Und nicht vergessen, wir haben noch Rosblumen auf Guss. Sollten wir mal verbraten dann, ne? Ja, finde ich auch. Oh, wow, wow. Wie eklig. Widerlich. Die übertragen Krankheiten. Und flupp. Lackiert. Exzellent. Lackierte Holztür. Oh, Heftchen. Heftchen, Heftchen, Heftchen. Teslas Forschung 5. Nehmen wir mit. Und ansonsten, ich mache mal den Scanner-Modus an. Nee, nichts weiter hier. Alles gut. Wir sollten unsere Kellerbauvorhaben ohne Probleme umsetzen können. Na, Omi, alles klar. Meine gute... Oh, tot von oben. Bitte die Mutti. Abend, Hallöchen. Hi, hi, hi. Sie brauchen nicht flüchten. Ich bin nicht immer so. Rufen Sie mich an. Oh, ja, eine Nuke ist coming. Aufgeladen können wir mitnehmen. Wir gucken gleich. Zack, 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 zack. Und hier schön die Scheine abholen. Noch 118. Verdammt nochmal. Ja, kann weg. Mehr haben wir aber nicht, ne? Schade, schade, schade. Vielleicht noch ein paar Stimpacks verdünnen. Ist es die Mutti? Es ist die Mutti. Was sollte es auch sonst sein? Ich tausche mal ganz kurz unser Dingeling aus gegen ein anderes Dingeling. Gegen Rayleigh. Ich glaube ja, ne? Es ist Zeit für Rayleigh. Oder Stachli. Aber Stachli war anstachelnd, ne? Naja. Aber Explo noch oben drauf. Rayleigh wegen der Mutti, ne? Damit wir halt ein vierfaches Magazin der Mutti schön auf die Nase semmeln können. Braucht das manchmal. Ja. Okay. Das war meine erste Intention. Rayleigh ist ausgewählt. Wir haben noch drei Ballisto-Box. Schnell! 1,5 Minuten. Block, block, block. Nimm mit. Und gleich schön abkochen. Hui. Flopp die runter, bitte. Ja, genau so. Zerlegen. Auch mal wieder wichtig. Kupfer. Und dann auch gleich in die Kiste legen. Nicht, dass wir jetzt bei der Mutti zufällig unser Kupfer verlieren. Das wäre ungünstig. Tee. Abgelegt. Und wir haben sogar noch Platz. Was für eine Frechheit. Das gibt es ja nicht. So. Nee, Quatsch. Heilung. Heilung und dann verdünnen. Erstmal Fokus auf Stimpaks. Hatten wir nicht noch? Verdünnte Stimpak, sag ich doch, 104. Ich meine, die wiegen auch eine ganze Menge, ne? Ich habe mich gerade so gefragt, wer ist er denn bitte? Wer ist er denn bitte? Bis zum albernen Delfinkopf. Hilfsmittel bitte. Redaways verdünnt, ein paar abverkaufen. Okay, das kann ich dir ein paar. Weil sie gerade auf. Ach, weil sie gerade hier sind, ne? Muss ich irgendwas anderes draufsetzen? Hilfsmittel, die Mutti, schnell. Aber ich möchte Kapazitäten sparen. Hier, du kannst 40 Stück davon haben. Ja, genau. Richtig. Und jetzt wieder setzen. Right away verdünnt. Fängt mit R an. Da. Rußblumen, tralala. Ja, wann sonst? Wann sollen wir das sonst schlürfen? Ja, verbrannte Erde. Mutti. Mutti, Mutti, Mutti. Komm schon. Jupp. Aber zum Bunker, bitte. Zum Bunker. Die Bombe wurde richtig gut platziert. Da wusste jemand, was er tat. Na, wo ist sie denn? Mutti.
Wo hat sie sich denn versteckt? Wir sind nicht idiablutig. Ich hätte ganz gerne den AP-Bug ausgenutzt, aber sie ist noch nicht da. Doch, da kommt sie. Oh nein, irgendwer kämpft da vorne gegen sie. Glaube ich. Naja. Haben wir noch irgendwas? Ja, aber irgendwas anderes noch. Haben wir übermäßig viel Cola? Haben wir. Zack. Blutig. Sollten wir jetzt sein, ne? Nerdfood? Fragezeichen. Strickt noch eine. Sicher ist sicher. Wechsel mal kurz das Loadout. Ja. Manchmal kommt das nicht. Ritter Moreno. Oh nein, wer kämpft denn da vorne gegen die Mutti in der Strahlungszone? Also mal ganz im Ernst. Ich weiß auch nicht. Dann lässt doch die Mutti hierher kommen. Naja. Wir haben zumindest den Ritter Moreno. Es sind viele da vorne, ne? Naja, gut, dann gehen wir da auch hin. Orange bitte. Und zur Not Grape. War doch die richtige Cola, oder? Die Schutz-Cola? Ich glaube schon. Zack. Und zack, Mutti. Kaffee. Nein, die Mutti auf dem Kopf. Ja, so ist gut. Ein ganzes Magazin. Und schön hinterher. Deswegen haben wir die Orangenbrause geschlürft. Rüber zur Mutti. Immer schön hinterher. Ja, voll, ja. Kann ich sie noch anvisieren? Komm schon, Mutti, jetzt mach dich schlapp. Was willst du denn da unten? Frechheit. Einfach mal der Mutti hinterher rennen. Ja. Ach, Schande. Naja, aber wir waren dabei. Das ist das Wichtigste. Und ihr habt es auch gerade gesehen. Da ploppte gerade das Nukematch-Event überhaupt auf. Und wir haben Rayleigh dabei. Wir können es also quasi auch richtig spielen. Aua, ei. Mega rüstungsdurchdringend. Kommt da noch was? Aus dem Loch gekrochen oder so. Da. Ja. Zerlegt sie. Diese miesen Bestien könnten ruhig ein paar mehr kommen. Juti. Na, daneben noch Strahlenschlägerei hinterher. Nukmat können wir niemals genug haben. Ich kann uns da nur an die Nukmat-freien Zeiten erinnern, die wir hatten, die richtig schlimm waren. Vorsichtig. Trink mal bitte eine Grape. Ist mir gerade so risikobehaftet. Mit so viel Fluxen in der Tasche. Das Loadout zu wechseln. Der zittert noch. Es war großartig. Wir waren ein tolles Team. Auch wenn ich alleine in meinem Team war. Ihr wisst, wie das gemeint war. Block. Kurz mal rüber. An die Werkbank. Täglich. Die Königin der Jagd. Ach, du gehst jetzt wieder. Das wäre auch eine Chance, endlich mal hier unseren Jägermantel zu bekommen. Nö, wir haben ja eine Stimme zerlegen. Gibt's ja nicht, Frechheit. Und ich hatte mich schon gefreut gehabt. So, jetzt sind wir hier raus aus der Gefahrenzone. Nochmal schön hier ideal blutig machen. Ah, noch einer ist zu viel, ne? Ich glaube ja. Da hinten kommen noch ein paar. Weg mit euch! Wir haben keine Zeit. Um uns mit euch Pack auseinanderzusetzen. Genug Cola haben wir auch nicht. Doch Wild. Ja, schnuff die mal. Schmutziges Wasser. Naja. Wir kommen der Sache näher. Noch ein bisschen. Die bringen auch Rad, ne? Ah, das wollte ich hören. Einmal bitte Strahlenschlägerei. Geht schon los. Und Rayleigh gleich mal reparieren. XT verbessert. Und rein in die Action. Sammelt irgendwer Erze? Oder sollen wir? Weiß nicht. Na, wir müssen auch noch Lynchboxen kaufen. Lynchboxen für Gold. Rein da. Soll eine saubere Sache werden. Oh, da war ein Pfadfinder-Pionier-Banner. Könnte ich auch gut gebrauchen. Aber nein. Oh, es hat uns sogar auch für uns gewirkt gehabt. Das ist ja toll. Block, Panik-Sprünge ohne Ende.
Aber solange wir irgendwas treffen, ist das schon in Ordnung. Da ist jetzt hier einer zufällig. Der chillt da. Der läuft da ganz gemütlich seine Runde. Der da. Ach, guck mal, jetzt schießt er auch mal. Schön, 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 schön. Nein, es sammelt keiner die Erze. Na gut. Ein, zwei Röhnchen. Wir opfern uns mal. Dann kommen die besseren Gegner. Ich meine, ja sicherlich, wir würden auch so genug Noob-Matt bekommen. Das ist gerade das, worauf wir es am meisten abgesehen haben. Aber es geht auch um den Fun-O-Fun. Falsches Loadout. Oh, falsches Loadout. Das wäre fast in die Hose gegangen. Vorsichtig. Jetzt sind wir im richtigen Loadout. Schön gegenspritzen. Hallo, liebe Anzeige. Wir können, ne? Action, Action, Action. So, der Erzkurier. Ah, da spielt noch einer mit. Sehr schön. Da hat noch einer das Prinzip von diesem wunderbaren Event verstanden. Ja, irgendwer muss sich opfern. Und der Klügere gibt nach. Oder der Mordlustigere. Das kann auch sein. Weil es kommen ja dann die größeren Monster. Die abzuknallen macht doch gleich viel, viel mehr Spaß. Noch mehr Blut, Gedärme und Gekröse. Was kann es Schöneres geben? Belohnungsstufe 1. Klasse. Dann ziehen wir das jetzt durch, wir beide. Unbekannter Helfer. Gegenspritzen. Na, 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 na. Können wir? Ja, wir können. Und rechts runter. Oh Gott, Hilfe. Sag ich doch. Instant besser. Ich hoffe, er reagiert jetzt nicht auf uns. Ich ignoriere ihn. Um die Ecke. Dich nehme ich noch mit. Und dich nehme ich noch mit. Und dich nehme ich noch mit. Und dich. Na, hat er noch eine Stufe gesammelt? Unser Kollege. Unser Kollege im Erze. Weiß ich nicht. Vielleicht ist er jetzt gerade auf dem Rückweg. Aber wir haben noch ein Röhnchen gesammelt. Zack. Stufe 3. Ist okay. Ist in Ordnung. Wir wollen auch mitballern. Noch ein bisschen entstrahlen. Au, au, au. Das war zu viel. Aber ist ja egal, ne? Hauptsache Nerdwut. Naja, ist eigentlich nicht so egal. Hätten wir jetzt eine Blutigwaffe, wäre es natürlich noch besser. Weil Blutigwaffen skalieren ja ihren Extraschaden bis zum letzten TP vorm Umfallen. Aber Rayleigh? Rayleigh ist ja nicht blutig. Hey, was ist denn hier passiert? Anzeigefehler oder was? Wow. Auch mit Rayleigh mit zwei Bolzen und dann ist finito. Schon gut. Ist schon eine feine Waffe. Plock, plock. Belohnungsstufe 3 von 4 macht doch gleich viel, viel mehr Spaß. Ist er es nicht mit dem Erz? Kann das sein? Ist das möglich? Ist das possible? Zurück bitte auf Kurs. Wir behalten die Belohnungsstufe kurz im Auge. Na, hier einer. Da hinten, vorsichtig. Da war ein Legendary dabei. Schön den Kram aufheben. Wir werden wahrscheinlich in der heutigen Aufnahme mehr Scheine, also mehr legendäre Waffen bekommen. Richtig, so ist richtig. Mehr legendäre Waffen bekommen, als es Scheine in ganz Appalachia gibt. Also zumindest heute. Und deswegen... Deswegen, oh, was ist denn jetzt los? Deswegen müssen wir wahrscheinlich ein paar Waffen in den Pseudo-Verkauf wieder setzen, wenn wir überhaupt genug Kapazitäten im Stash haben. Und da fängt unsere Reise wieder an. Die Reise der Tragekapazitäten. War es zwar im Krieg immer wieder herrlich, allein schon für das Event. Aber wir kriegen ja Nukmat. Und das ist unser ganz persönliches Extra-Leckerli und Scheine. Naja, Scheine. Und plötzlich wurde es immer schlimmer. Übel. Und das bei 3 von 4. Na? Haben wir's? So gut wie?
Ist hier noch einer? Hey, Finger weg von unserem Plünderer. Der macht nur seine Arbeit. Der drückt den ganzen Tag Tasten. Aber für ihn ist es die Erfüllung. Ein bisschen wie bei der Serie Severance. Hieß die so, wie Severance war? Der böse Reaper, ne? Richtig, aus Mass Effect. Wie hieß die nochmal? In dieser komischen Pseudo-Firma, die die Leute irgendwas machen lässt, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber das ist gar nicht der Aufhänger der Serie. Der Aufhänger ist, dass die Leute quasi so abgekapselte Persönlichkeiten in ihrem Kopf haben. Und immer wenn sie zur Arbeit gehen, dann sind sie zwar die gleiche Person, aber eine andere Instanz von dieser Person. Und wenn sie dann wieder nach Hause gehen, wissen sie nicht, was auf der Arbeit passiert ist, aber auch andersherum nicht. Also die Instanzen, die nur arbeiten gehen, kennen nur die Arbeit. Ach, wie hieß das doch mal? Severance war? Genau, das Reaper-Schiff aus Mass Effect 1, aber irgendwie so in die Richtung. Serenity, das war der Film zu Firefly? Ach, verdammt nochmal. Ich und Namen, ich sag's euch. Aber gut, wir haben es geschafft, ne? Ja, Legendary Kram und alles andere, leuchtendes Blut natürlich obendrauf, bitte. Ja, steck ein. Das ist es, was wir hier wollen. Das Sanitätersturmgewehr. Naja, beschwere ich mich nicht. Naja, Schein. Genau, richtig. Oh, warte, Anstachel, Schlagring. Jetzt sind wir voll. Und Kupfer haben wir auch noch bekommen. Sonst noch irgendwas von Relevanz hier aufgeploppt. Bei alle vielleicht. Nebel, Kriecher, Horde oder so. Nein, 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 nein. Würde ich mitnehmen. Achso, vielen Dank für den Hinweis. Ist schon wieder ein bisschen her. Jetzt sogar noch länger. Wölfe zählen ja auch als Hunde. Wenn man Hunde für Scorepunkte killen soll, ne? Aber das nur am Rande. Ich check mal ganz kurz, ob der Apotheker eventuell für uns ein paar Psychotets hat. Das wäre natürlich toll. Nabend, Nabend, Nabend. Wir kommen immer auf der falschen Seite dann raus, ne? Wir hätten bestimmt auch hier eine große Menge Kupfer kaufen können. Bestimmt. Wenn wir rollen gehen, ne, dann machen wir das hier. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Hier haben wir einfach alles. Aber jetzt wollen wir nur ganz kurz zum Apotheker. Na du, alles klar bei dir? Hm, wie sieht's aus? Wir suchen Hilfsmittel. Psychotets. Nice. Und Overdrive würde ich auch mitnehmen, aber Berrymantets? Na klar, ey. Warum eigentlich nicht? Juti. Können wir dir zufällig schon das leuchtende Blut andrehen? Alles? Ja, können wir tatsächlich. Na, dann machen wir das auch. Overdrive haben wir noch ein bisschen. Psycho-Buff auch. Wiegt ja fast nichts bei uns in der Tasche. Gut, fürs Erste. Lassen wir das so gelten. Und gehen erstmal wieder zurück in den Keller. Ja, oder verkaufen erstmal die legendären Waffen. Auf der anderen Ecke der White Spring Mall. Ach ja, Gold, ne? Richtig, stimmt. Sammelt sich mit der Zeit, ne? Zack. Schön. Scheine. Ja, okay. Nice. Sind wir doch mal alles losgeworden. Also bei den Waffen zumindest. Oh mein Gott. Hallo? Oh nein. Warte mal, einen Stern können wir noch verticken, ne? Gibt's doch einen Nullstern? Nee. Einen halben Stern? Leider nicht. Na gut, okay. Hm. Ja. Muss alles in den Pseudo-Verkauf, ne? Aber dafür müssen wir auch die Stashbox aufräumen. Machen wir alles, ne? Früher oder später. Aber jetzt gehen wir erstmal in den Keller. Hier in diesen. Und dann in diesen. Und dann jetzt doch die ollen Fußplatten. Weil das mit dem Lasernetz nicht ganz so funktioniert hat, wie ich mir das erträumt habe. Also erstmal von hier nach hier. Yay, Spring Break! Und dann Stromanschlüsse. Ja, warum schwer, wenn es auch einfach geht? Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.